Also schauen wir mal, was für Fragen es da noch so kurz vor der Prüfung gibt. Ich hoffe, ihr seid erstmal alle gut drauf. Am Mittwoch dürft ihr loslegen und nicht müsst, sondern ihr dürft. Ihr dürft die erste Station auf dem Weg zur Heilpraktikerschaft dann eben auch erfolgreich hinter euch bringen. Also freut euch drauf, dass es bald geht und wir gucken mal, welche Fragen ihr noch alle so habt. So, jetzt kommen hier alle gerade gleichzeitig rein. Annette drückt da aber sicher gerade drauf. So, Eigenreflexe sind propriozeptive monosynaptische Muskeldehnungsreflexe. Reizort und Wirkungsort sind derselbe. Sie sind zwecks Zeitersparnis auf relativ horizontaler Ebene direkt über das Rückenmark verschaltet. Sie sind dabei nicht von dem oberen ersten Motoneuron abhängig. Ja, würde man bei dem Vorgang der Wahrnehmung eines Eigenreflexes, der ja sehr wohl über den Kortex läuft, trotzdem von einer angehörigen Funktion des ersten Motoneurons sprechen? Nein, natürlich nehmen wir das im Gehirn wahr, wenn da ein Eigenreflex abläuft. Aber das Wichtige, ich konzentriere mich jetzt auf die Prüfungsfragen, ist eben, dass der Muskeleigenreflex im zweiten oder unteren Motoneuron eben stattfindet. Das heißt also, man haut zum Beispiel auf die Patellarsehne drauf. Die Sehne gehört ja zum Muskel, also in diesem Fall zum Musculus quadriceps femoris dazu. Und dann wird das Ganze über eine sensible Bahn zum Rückenmark gebracht in ein gewisses Segment. Also in diesem Fall ist es dann eben Patellasehnenreflex L3, L4. Wird im Hinterhorn kommt der Reiz an und im Vorderhorn wird das Ganze dann eben auf eine motorische Bahn geschaltet. Also es ist monosynaptisch. Das Gehirn ist dabei erstmal nicht direkt involviert, dass es aktiv daran teilnimmt, aber natürlich nimmt das Gehirn das wahr. Und zum Zweiten gibt es natürlich doch eine wichtige Funktion. Und zwar über das erste, also das obere Motoneuron, ist es eben so, dass hier eine Hemmung auf den Muskeltonus ausgeübt wird und damit auch eine Hemmung auf den Eigenreflex, damit der nicht überschießend ist. Sollte man also jetzt eine Schädigung im oberen, im ersten Motoneuron haben, zum Beispiel eine Multiple Sklerose, dann kann es dazu kommen, dass eben diese Hemmung auf die Muskulatur unten nicht mehr richtig ausgeübt wird und dass deshalb der Eigenreflex sich verstärkt. Ne? Also von daher auf diese Frage nochmal. Natürlich nimmt das Gehirn das wahr, also erstes Motoneuron nimmt das wahr. Natürlich nimmt das erste Motoneuron Einfluss über den Muskeltonus. Ja? Trotzdem ist die Verschaltung des Muskeleigenreflexes im zweiten, im unteren Motoneuron. So. Schauen wir mal weiter. Ob wir nochmal über das Kawasaki-Syndrom und PIMS im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 durchgehen können, beziehungsweise andere Fragen, die wir in Bezug auf Covid in der Prüfung erwarten können. Ja, ich denke, es wird keine Infektionskrankheit geben, die ihr so gut inzwischen kennt wie Covid. Ich meine, es hängt uns allen, glaube ich, eben auch aus den Ohren eben raus. Aber wir sprachen neulich im Kurs eben von Folgeerkrankungen von Covid, gerade eben bei Kindern. Und zu Beginn dieser ganzen Pandemie war es eben so, dass im Ärzteblatt ziemlich viele Berichte darüber waren, dass Kinder teilweise, Gott sei Dank nicht so oft, nach einer Covid-Erkrankung eben nochmals erkranken. Und man ging erstmal davon aus, dass das das sogenannte Kawasaki-Syndrom ist. Das wurde dann später, wurde später ersetzt durch das sogenannte PIMS. Deshalb möchte ich zu beiden etwas sagen. Das Kawasaki-Syndrom ist eine Erkrankung, die vor allem kleine Kinder betrifft oder auch Säuglinge, die hauptsächlich eben nach irgendwelchen Infektionen auftritt. Also das Kind hat irgendeine Erkrankung gehabt. Und es ist eine Folgeerkrankung, die dann in den rheumatischen Formenkreis mit reingezählt wird. Und das zeichnet sich dann dadurch aus, dass das Kind richtig, richtig krank wird mit hohem Fieber, dass es ein Exanthem bekommt, was sehr unterschiedlich auch aussehen kann und dass es sehr starke Lymphknotenschwellung entwickelt. Also dass der Hals meistens richtig dick ist, kann aber wirklich auch zu einer generalisierten Lymphknotenschwellung kommen, wirklich von oben bis unten. Man findet dann auch eine ganz entzündete Zunge, eine Himbeer- oder Erdbeerzunge, je nach Veröffentlichung wird es anders genannt und auch so, wie man das zum Beispiel bei Leberzirrhosen kennt, solche Lacklippen.
Und den Kindern geht es richtig, richtig, richtig schlecht. Und dann kriegen die, also da auch häufig, wenn ein Exanthem da war, danach auch eine Schuppung mit dabei. Und da ging man ganz einfach erstmal so davon aus, aha, dass eben bei Kindern nach einer Covid-Infektion, dass das Kawasaki wäre. Inzwischen differenziert man das so ein bisschen, obwohl es noch Veröffentlichungen gibt, und spricht vom sogenannten PIMS-Syndrom. PIMS-Syndrom bedeutet ganz einfach, dass man ein pädiatrisches inflammatorisches Multiorgansyndrom eben auch hat, bei dem sich ganz einfach viele Organe entzünden. Das ist von der Symptomatik im Grunde ja ähnlich wie das Kawasaki, also dass man eben hohes Fieber bekommt, man kann Exanthem bekommen, man kann wieder die ganz rote Zunge bekommen, die Lymphknotenschwellung. Aber es wird mittlerweile meistens differenziert. Und die Gefahr ist immer, dass diese Entzündungsprozesse dann eben auch auf das Herz sich niederschlagen können, dass die Kreislaufsituation schlecht wird. Und dass sie auch in Schock fallen. Das heißt, es ist etwas ganz, ganz Ähnliches wie das Kawasaki-Syndrom. Und da sind sie sich auch nicht so ganz einig, weil es hieß dann irgendwann mal, nee, das ist kein Kawasaki, das ist PIMS-Syndrom. Ich habe jetzt aber gestern in der englischsprachigen Literatur auch wieder bei einer Studie irgendwie gelesen, dass sie doch wieder von Kawasaki da auch geredet haben. Gut, schauen wir mal weiter. Annette, du könntest mich vielleicht aufmerksam machen, wenn du irgendwie eine Frage siehst. Soll ich die zwischenrein nennen oder was? Ja, dass du mir vielleicht sagst, weil der Chat bei mir nicht automatisch Okay, weiterläuft. Der bleibt immer stehen und dann dann kriege können ich wir das ja vielleicht vielleicht, nicht mehr mit. dann können wir ja vielleicht einmal, bevor du zu Frage 3 gehst, diese Frage beantworten. Sind Polyneuropathien immer symmetrisch? In der Regel, ja. Ja, aber nicht immer. Ne? Also immer stimmt schon mal nicht. Polyneuropathien sind ja häufig über irgendwelche systemischen Sachen hervorgerufen. Also ich meine, der Klassiker ist ja wirklich die diabetische Polyneuropathie, die sich dann erstmal über zuerst sensible Störungen rumpfern auszeichnet. Das heißt Hand- und Strumpfparästhesien, also auch nicht nur einzelne Areale, sondern wirklich wie ein Strumpf, den man sich übergezogen hat. Aber es gibt ja auch viele weitere Ursachen dafür, das kann Alkoholismus zum Beispiel sein, das kann Vitamin B-Mangel sein, B12 beispielsweise. Oder was natürlich auch nicht zu vergessen ist, sind Nierenerkrankungen. Ne? Wenn die Nephrotoxine ganz einfach eben nicht ausgeschieden werden können und dann die Nerven können. Und es ist so, dass meistens, ja, erstmal auch bei Neuropathien erstmal das an der unteren Extremität zwar stattfindet und auch meistens an beiden Beinen dann eben auch, ne? Weil es eben systemische Ursachen sind. Aber würde da jetzt stehen, immer in der Prüfungsfrage, dann könnte man das natürlich eben auch nicht ankreuzen, weil es kann ja auch sein, zum Beispiel über eine Chemotherapie oder sowas, die vielleicht, was weiß ich, im kleinen Becken gemacht worden ist und dann sind die Zytostatika mehr, was weiß ich, in die eine Seite gekommen, dann könnte es natürlich eben auch auf einer Seite stärker sein als auf der anderen. Ne? Gut. Da ist noch eine, und zwar noch von Eva Lotte, die ja übrigens die ersten beiden gestellt hatte, noch. Jetzt hat sie noch eine. Und zwar haben Zwangssymptome eine Tendenz zur Generalisierung oder treten sie eher isoliert auf? Ja, ein Zwang kommt selten allein, genau wie eine Angst selten allein ist. Also, wenn wir mal über Zwangsstörungen reden, da sind wir im Kapitel F4 in der ICD-10, wer es auch nochmal nachlesen möchte. Das sind ja psychogen entstandene Störungen, also im Grunde eben auch Neurosen. Und die haben immer die Tendenz, ganz einfach zu chronifizieren und sich auszuweiten. Deshalb wehret den Anfängen, wenn man merkt, dass so etwas sich entwickelt. Das Gleiche gilt für Angststörungen, sollte da schnellstmöglich interveniert werden, damit das ganz einfach sich nicht generalisiert und damit das nicht chronifiziert. Was wichtig ist für Prüfungsfragen, diese ganzen psychogenen Störungen. Also ich rede jetzt von Zwangsstörungen, ich rede von somatoformen Störungen, ich rede von Angststörungen etc. Die treten alle relativ früh auf. Ja, das heißt also, das kann schon Kindesjugendalter sein, frühes Erwachsenenalter. Natürlich ist es auch unterschiedlich. Also ich meine, Zwang
kann sich langsam so reinfressen und langsam entwickeln. Manchmal ist das auch abrupt. Also stellt euch mal vor, jemand hat ein Trauma irgendwie erlitten. Zum Beispiel ist bei dem eingebrochen worden. Ja, also so dieses Sicherheitsgefühl ist auf einmal abhanden gekommen. Dann kann es natürlich sein, dass der urplötzlich eben auch eine Zwangsstörung entwickelt, dass er mal alles kontrollieren muss. Es ist alles abgeschlossen. Aber meistens ist es eben so, dass es immer mehr zunimmt und zunimmt und zunimmt. Und dann bleibt der Zwang nicht allein. Dann kommt vielleicht auch zu dem Kontrollzwang irgendwann da noch dazu, dass man immer alles zählen muss. Wir müssen auch noch mal differenzieren. Es gibt ja Zwangshandlungen, wie zum Beispiel Kontrollzwang, Waschzwang etc. Und dann eben auch die Zwangsgedanken. Das vermischt sich dann auch gerne. Und es gibt manche Leute, die dann also nur noch irgendwelche Zwänge haben. Es ist trotzdem keine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, sondern immer noch eine Zwangsstörung. Ne? Also F4. Ne? Welche Schlagworte in den Prüfungsfragen sind auszuschließen? Also, jetzt Aussagen ohne Gewähr, weil das natürlich nicht zu 100% hinhaut. Aber tendenziell, ja, könnt ihr schon mal eigentlich streichen, ein immer und ein stets, weil ein immer gibt es eigentlich nicht. Ne? Und ein stets gibt es auch nicht. Und ein nie gibt es eigentlich auch nicht. Also wenn so ganz absolute Aussagen getroffen werden, dann kann das eigentlich nicht stimmen. Und damit habe ich jetzt das Wörtchen selber kann erwähnt. Bei kann ist es so, kann stimmt oft, ja, weil wenn ich irgendwas nicht ankreuze, was die Formulierung das kann, das könnte enthält, dann behaupte ich damit, dass es unmöglich ist, ja. Aber es gibt auch Fragen, bei denen dann das kann in den Formulierungen nicht stimmt, ja, zum Beispiel, wenn das Gegenteil dasteht, ja. Also, was weiß ich, ein Diabetes mellitus kann zur Verbesserung der Nervenfunktion führen. Nee, das kann er nicht. Der kann zu Polyneuropathien führen. Dann wäre es natürlich falsch. Aber grundsätzlich, das war das Lieblingswort Andrea von der letzten Amtsärztin, die die Fragen vorher gemacht hat. Da kannst du es dir nicht ableiten. Ne? Aber also ihr müsst gucken, aber so ein immer, stets, nie. Und vielleicht auch ein bisschen drauf achten. Also es gibt ja jetzt erst drei Prüfungen von der neuen Prüfungskommission. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass sie sehr häufig das Wort deutlich benutzen. Ja? Also es gibt deutlich mehr Männer, die diese Erkrankung oder so etwas haben, um etwas so zu betonen, dass es eindeutig falsch wird. Also wenn deutlich drin steht, was meistens falsch. Ne? Gut. Ich bleibe gerade mal im Chat, weil dann geht mir das nicht weg. Welche Drogen machen körperlich und welche psychisch abhängig? Also psychisch kann alles abhängig machen. Man kann psychisch abhängig sein von Kaugummi. Ja? Man kann psychisch abhängig sein von Zocken. Ja? Also psychisch kannst du von allem, ob das substanzgebunden ist oder ob das eine Verhaltensweise ist, abhängig sein. Was ist der Unterschied zu einer physischen, also zu einer körperlichen Abhängigkeit? Bei einer körperlichen Abhängigkeit ist es so, dass die Substanz in den Stoffwechsel eingebaut wird und dort eben eine Funktion übernimmt, sodass der Körper irgendetwas selber nicht mehr so bildet. Ich mag mal dazu das Beispiel von Heroin aufgreifen oder von Opiaten, also Abkömmling vom Opium. Ihr selber bildet körpereigene Opioide. Das sind eure kleinen Schmerzstiller und eure Happy-Macher. Eure Endorphine zum Beispiel auch. Ja? Und die bildet ihr die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt eine Substanz zu mir führe, wie Heroin, was rein theoretisch so halb synthetisch, halb natürlich ist, dann geht das genau da dran. Ja? Und dann sagt der Körper eben, boah, ist doch da. Muss ich doch gar nicht produzieren. Und dann fährt der Körper eben seine Funktion runter. Und zum Beispiel stellen wir uns mal vor, jemand würde drei Spritzen Heroin bekommen. Das könnte möglicherweise schon dazu ausreichen, dass der nachher Entzugserscheinungen bekommt, körperliche. Und vielleicht weiß der gar nicht, dass er Heroin bekommen hat. Dem ist gesagt worden, auch heute haben sie einen Vitamincocktail bekommen und heute haben sie ein Schmerzmittel bekommen und am dritten Tag irgendwie, jetzt haben sie was für geistige Leistungsfähigkeit bekommen. Der weiß das vielleicht gar nicht. Also psychisch ist er gar nicht abhängig. Ja, der könnte nach drei Drücken Heroin, könnte der schon abhängig sein. Also Opiate, um auf deine Frage zurückzukommen, sind erstmal die Substanzen oder auch Medikamente oder Drogen, die am
stärksten abhängig machen. Ja? Ob das jetzt ein Heroin ist oder ein Methadon ist, also das ist dann vollsynthetisch, das Polamidon, oder ob das jetzt Morphium ist, ja, die haben dann natürlich noch ein bisschen unterschiedliche Potenziale, aber die machen alle körperlich abhängig. So, und dann, die habe ich heute, heute gehabt, Theresa, die Frage. Und dann wäre so auf der nächsten Stufe in Bezug auf die Prüfungsfragen, wären die Benzodiazepine. Ja, Benzodiazepine, wie Diazepam, Valium, diese Geschichten, da muss man sich vorstellen, ihr habt einen Neurotransmitter und der wird bei euch Mittwochabend aktiv sein, wenn ihr diesen Stresstag hinter euch habt. Ihr werdet den ganzen Tag geflutet sein über Stresshormone und abends setzt dann GABA ein. Ja? GABA ist die Gamma-Aminobuttersäure. Das ist der wichtigste Neurotransmitter, um euch nach Stresssituationen runterzufahren. Der macht nicht happy, ja, irgendwie, ach, der Himmel ist so blau und das Gras so grün, sondern der sagt eher so, meine Küche, da habe ich ganz viel Geschirr stehen, mache ich morgen, mir doch egal. Ne? Würde man so sagen, mir doch egal, Neurotransmitter. So, und jetzt gibt es aber Substanzen, die gehen an den GABA-Rezeptor. Und das, was da am ähnlichsten ist, sind die Benzodiazepine. Benzodiazepine sind ja auch keine Happy-Macher, das sind Beruhigungsmittel. Ja? Zudem wirken sie dann auch antikonvulsiv, das heißt also gegen Krämpfe, also epileptische Anfälle zum Beispiel und spasmolytisch. Das also ganz einfach die Muskeln eben auch entspannen, aber erstmal sind sie anxiolytisch, das heißt also angsthemmend. Und wenn ich jetzt ein Diazepam nehme, wird ganz einfach an diese Rezeptoren fürs GABA gegangen. Und da ist es eben auch so, dass zum Beispiel in der Regel die meisten Ärzte nur Packungen verkaufen, die 21 für 21 Tage sind, weil danach schon allmählich die Gefahr kommt, dass das in den Stoffwechsel so eingebaut wird, dass man eine körperliche Abhängigkeit entwickelt. Und der Entzug von Benzodiazepinen, dagegen ist der Alkoholentzug eigentlich Kindergarten, ne? Weil diese Leute, denen fehlt dann beim Entzug einfach diese beruhigende Wirkung. Und diese beruhigende Wirkung, und das kann dann wirklich zu Wochen, monatelangen Entzugserscheinungen wirklich auch führen, dass die Leute Unruhezustände haben, dass sie nicht schlafen können, ja, weil ganz einfach das GABA nicht mehr richtig kommt. Auch wenn ihr niemals Diazepam genommen habt, ihr habt alle schon, ich behaupte jetzt einfach mal alle, ja, schon mal die Wirkung von einer Stimulation der GABA-Rezeptoren erlebt. Und zwar, wenn ihr Alkohol getrunken habt. Ja? Und gerade wenn ihr das nicht besonders häufig macht, dann trinkt ihr ein Glas Alkohol und was merkt ihr? Ihr fahrt so runter. Ja? Ihr entspannt euch auf einmal. Und dann denkt ihr, ach, ich muss noch das und das erledigen. Und dann denkt ihr, ach komm, das mache ich morgen. Ja? Dieses ist mir doch egal. Ja? Das ist ganz einfach, weil Alkohol auch diesen GABA-Rezeptor stimuliert. Und das ist dann aber auch, um mal kurz den Bogen zu spannen, weil Sie ja immer so gerne über Abhängigkeiten auch fragen, das ist dann zum Beispiel auch so, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdet, okay, jetzt trinke ich jeden Abend ein halbes Glas Rotwein, dann wird nach einer gewissen Zeit dieses halbe Glas Rotwein euch nicht mehr so entspannen, weil der GABA-Rezeptor einfach sich dran gewöhnt hat. Dann braucht ihr das ganze Glas Rotwein. Ja? Und wer dann irgendwann 3 Monate lang jeden Tag eine Flasche Rotwein trinkt, der hat es dann auch geschafft, körperlich abhängig zu werden. Das heißt also, diese Toleranzentwicklung der Rezeptoren, das ist ja auch eines der Kriterien, die die WHO definiert hat als Kriterien der Abhängigkeit. Zusammengefasst also, was am meisten abhängig macht, sind Opiate, Morphium, Heroin, diese ganzen Geschichten. Dann kommen die Benzodiazepine, dann kommt der Alkohol. Und dann gibt es Dinge, die ja geringer körperlich abhängig machen, wie zum Beispiel Kokain. Und jetzt die Sachen, bei denen Sie sagen, dass es nicht abhängig macht, sind zum Beispiel LSD und die Amphetamine. Ja, obwohl bei Amphetaminen kann man sich da auch ziemlich streiten. Ja, so. Ist das richtig? Bei Methadonbehandlung bleibt die Opioidabhängigkeit bestehen. Ja, das ist ja einfach eine Substitutionsdroge, die erstens mal dazu dient, die Leute aus der Beschaffungskriminalität rauszubekommen, also dass sie nicht kriminell werden, nicht auf den Strich gehen müssen, etc. Es kann oral eingenommen werden und der Unterschied zum
Heroin von der Straße ist eben, dass es nicht so anflutet. Also es gibt nicht so diesen Kick, so dieses Wow, ne? Dass die sich so gut fühlen. Und es ist dann eben kontrolliertere Abgabe. Aber natürlich ist das auch abhängig machen. Jetzt muss ich kurz zurück scrollen. So, jetzt war die Frage von der Theresa. Wie kann es bei Nikotinentzug zu Ängstlichkeit kommen? Prüfungsfrage. Also daran merkt man, dass du wahrscheinlich niemals geraucht hast, ne? Also wenn jemand aufhört zu rauchen, dann kann die Stimmung total schwanken. Das kann Reizbarkeit sein, das kann Depressivität sein, das kann Ängstlichkeit sein, weil ganz einfach nicht nur das Nikotin, also in der Zigarette sind ja ganz viele auch psychoaktive Wirkstoffe eben auch drin, weil die ganz einfach ja so beruhigen und dann ist so dieses Beruhigende weg und dann kann das eben auch zur Ängstlichkeit, Depressivität etc. kommen. Ne? So, ja, das kann schon triggern. Wenn ich irgendetwas überlese, sag mir Bescheid, weil mein Chat ist hier gerade ziemlich klein. Siehst du das mit dem Zusammenhang zwischen pathologischen Spielen und... Ja, das sehe ich gerade. Okay. Genau. Wie ist das mit dem Zusammenhang zwischen pathologischen Spielen und hyperkinetischer Störung? Dass Sie das gerade mit den pathologischen Spielen expliziter in die ICD-11 aufnehmen, kann ich mir da auch mal eine Frage vorstellen, weil es ist inzwischen ja auch in Deutschland ein großes Problem mit Spielsucht, sei das Glücksspiel, was eben mit Geldausgaben verknüpft ist oder eben auch Computerzocken. Und zwar gab es da, das war die Prüfung, die letzte HPP-Prüfung, die, und ich sage sowas nie, wirklich die schwerste war, die es jemals gab, da wurde dieser Bogen zwischen pathologischen Spielen, also Spielsucht, und hyperkinetischer Störung, also zum Beispiel wie bei ADHS gezogen. Es ist so, wenn jemand ADHS hat, ja, dann ist das ja schon mal, erstens hat er eine höhere Anfälligkeit für viele Dinge aufgrund von Dysbalancen im Hirnstoffwechsel, aber was ich finde, was man da nicht unterschätzen darf, ist eben ADHS, gerade auch Kinder, haben ja viel mehr Frustrationserfahrung als Kinder, die das nicht haben. Ne? Die hören nicht so häufig, oh, das hast du gut gemacht, sondern, oh Gott, was hast du jetzt wieder gemacht? Und das hat nicht funktioniert. Und das heißt also, die Frustrationstoleranz ist auch sehr häufig ganz einfach eben verändert. Und das kann dann ganz einfach eben auch anfälliger machen für gewisse Abhängigkeiten und Süchten. Was bei ADHS auch gerne gefragt wird, ist, ob sie vermehrt Tickstörungen haben, dürfte auch ankreuzen, und ob motorische Ungeschicklichkeiten, zum Beispiel Sportunfälle, häufiger vorkommen, das bitte auch ankreuzen. So, so Opioid war das. Du warst aggressiv, aber nicht ängstlich. Okay, ja, die ICD-11, die ist verabschiedet worden, jetzt am 1. Januar. Es gibt aber noch keine Germ Modification und es gibt das einzige Zeitlimit, was es gibt, ist, dass in 5 Jahren die Todesursachen nach ICD-11 kodiert sein müssen. Momentan hat das für euch noch keine Auswirkung. Ja? Also ihr seid noch, die Fragen sind alle noch auf ICD-10 getrimmt. Was noch eine, Eva-Lotte? Ich habe noch eine, haben Zwangssymptome eine, achso, das mit der Generalisierung, das hatten wir schon. Dann gucke ich da nochmal. Du kannst jetzt, glaube ich, einfach bei Frage 3 mit der Metastasenbildung weitermachen. Okay, gut. Da steht erstmal nichts Neues. Gut, ich sage dann Bescheid. Dann kann ich ganz schnell runterscrollen. Okay. So. Dann schauen wir weiter. Metastasenbildung. In welchen Organen bevorzugt? Also, das kommt darauf an, wo der Primärtumor ist und was das für ein Typ ist. Aber wir wollen versuchen, das mal ein bisschen zu pauschalisieren. Grundsätzlich können Tumore ja erstmal infiltrierend wachsen, also in umliegende Strukturen eben da auch eindringen, was weiß ich, Darmkrebs und dann geht er in die Blase zum Beispiel. Oder es gibt Abtropfmetastasen, wie das gerne beim Mammakarzinom ist, dass es so in die Pleura abtropft. Oder wir haben dann eben diese Metastasierungswege, einmal hämatogen übers Blut und lymphogen. Es gibt zum Beispiel Tumore, die zuerst lymphogen gehen. Dazu gehören so diese Hautkrebsgeschichten. Da habt ihr eben sehr viele Lymphgefäße. Oder was zum Beispiel auch sehr schnell lymphogen geht, ist das Magen-CA, was ja weltweit gesehen zweithäufigster Krebs ist, bei uns nicht so häufig. Deshalb kommt in Prüfungsfragen auch gerne der Bezug zur Virchow-Drüse. Virchow-Drüse ist ja der letzte Lymphknoten, bevor es in den Venenwinkel reingeht. Das heißt also, wenn die Virchow-Drüse von Metastasen befallen ist, dann heißt das eben, dass die,
die Lymphknoten vorher auch schon befallen sind. Also Magen geht zum Beispiel relativ schnell lymphogen. Wenn wir uns jetzt mal hämatologische Metastasierung anschauen, dann müsst ihr euch einfach den Weg immer vorstellen. In welche Richtung geht der venöse Abfluss? Wir haben da einmal Metastasen vom Pfortadertyp und zum anderen vom Cava-Typ. Das heißt, die Organe, die ihr Blut auch in die Vena Porta, in die Pfortader reingehen, die werden natürlich dann zuerst in die Leber metastasieren. Und sollte es von dort aus weitergehen, über die Lebervenen geht das Blut ja dann in die Vena Cava Inferior, dann werden die nächsten Metastasen in der Lunge sein, wenn es noch so weit kommt. Das heißt, ein Darmkrebs, ein Pankreas-CA oder Magen, wenn die hämatogen gehen, dann gehen die zuerst zur Leber. Ja? Beim Magen ist es über die lymphogene Metastasierung, aber relativ schnell auch über den Venenwinkel in der Lunge. Und alle anderen Organe, was weiß ich, Nieren-CA, Blasen-CA, ne, Schilddrüse oder so, die werden über die Vena Cava ja das Blut weitergeben und darüber können dann Metastasen ganz einfach als erstes in der Lunge entstehen. Ne, das wären dann die vom Cava-Typ. Und jetzt stellen wir uns vor, jemand hat in der Lunge zum Beispiel seinen Primärtumor. Von dort aus kann das ja dann über den Blutkreislauf im Grunde überall hingehen, ne? Also auch ins Hirn etc. Immer den Weg anschauen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit von Knochenmetastasen und da ist es grundsätzlich so, dass eigentlich alle malignen Tumore da rein metastasieren können, aber sie machen das nicht alle gleichmäßig. Da haben wir die absoluten Spitzenreiter, die das sehr häufig machen. Das wären Prostata- und Mammakarzinom, die metastasieren am häufigsten ins Skelettsystem. Das muss nicht immer die Wirbelsäule sein, ne? Das können die Rippen sein, das kann das Becken sein, etc. Gefolgt vom Bronchialkarzinom, gefolgt von Niereblase und dann mit 39% das Schilddrüsen-CA. Alle anderen Malignome können in den Knochen metastasieren, machen das aber in unter 10 oder teilweise in unter 5% der Fälle. Gut, da stehen so wenig Fragen. Normal stehen hier immer 50 Stück. Schauen wir mal weiter. Offene und geschlossene Tuberkulose, Schlagworte. Kurze Erläuterung. Wir haben es mit Mycobacterium tuberculosis zu tun. Das ist ein säurefestes Stäbchen. Und diese Keime müssen schon relativ tief in die Lunge reinkommen. Wenn ihnen das aber gelingt, dann reichen relativ wenige Keime aus, um zur Infektion zu führen. Und jetzt ist das Blöde an diesem Mykobakterium, dass der so eine Wachsschicht außenrum hat. Das heißt, das ist wie so dieser rote Babybellkäse, den ihr kennt mit so einer Wachsschicht. Ja? Den isst du ja auch nicht ungeschält, weil Wachs kannst du nicht gut verdauen. Und genauso geht es unseren Phagozyten. Die können das nicht gut verdauen. Also von daher, wenn diese Keime da unten eingedrungen sind, dann ist es entweder so, dass das Immunsystem schwach ist. Und dann kommt es zum Ausbruch einer offenen Tuberkulose. Oder ist es so, das Immunsystem ist stark genug und da es diesen Erreger über Phagozytose so schlecht eliminieren kann, wird er eingesperrt. Der wird richtig eingemauert. Da wird ein Granulom konstruiert mit einem Wall. Dieser Wall besteht aus Leukozyten, der besteht aus Kalzium etc. Und da wird er richtig eingeschlossen. Das sind also erstmal die Mechanismen, was passieren kann, wenn das Mykobakterium eindringt. Eine offene Tuberkulose von Anfang an, eine offene Primärtuberkulose, das haben in der Regel Menschen mit sehr schwachem Immunsystem. Da gibt es ja diese Risikogruppen mit A, das sind die Alten, die Abwehrgeschwächten, die Ausländer und Asylanten, nicht aus Diskriminierungsgründen, sondern weil es in anderen Teilen der Welt eben wesentlich, wesentlich, wesentlich häufiger vorkommt. Das sind die Alkoholiker. Und die Alleinstehenden, ne? Leute, die unterernährt sind. Also es hängt sehr stark von sozialen Faktoren ab. Und wenn diese eben nicht schaffen, das abzukapseln, dann ist sie offen, ja, dann ist sie ansteckend. Das heißt, das Sputum, von dem es ansteckend in 80% der Fälle, ist ja die Lunge, die Hauptlokalisation der Tuberkulose. So, jetzt gehen wir aber zu der zweiten Variante. Es ist gelungen, den da einzusperren, ein Granulom zu bilden. Jetzt ist es so, dass in dem Granulom eine Nekrose entsteht. Das Besondere ist, es ist eine verkäsende Nekrose. Also angenommen, das öffnet sich mal, dann husten die auch so verkästes Gewebe ab. Aber der springende Punkt ist, dass der Erreger nicht abgetötet ist, sondern der döst da vor sich hin, der schläft.
Ja, das nennt man eine Dormanz, von dormir, schlafen. Der fährt also kompletten Stoffwechsel runter, ne, und sagt, ich warte mal auf bessere Zeiten. Und wenn jetzt nachfolgend irgendwann mal das Immunsystem schwächer wird, was oftmals in den ersten 1 bis 2 Jahren eben stattfindet, kann aber auch 30, 40, 50 Jahre später sein, dann kann das Immunsystem das auf einmal nicht mehr richtig kontrollieren. Könnte auch ein Kalziummangel dahinter stecken, zum Beispiel, weil in dem Ball ist auch Kalzium drin. Und dann bricht das Granulom auf und das Mykobakterium wird wieder fit, ja, und kann sein Unwesen treiben. Und das wäre dann eine postprimäre Tuberkulose. Also da wäre dann das Ganze wieder aufgebrochen und dann, ja, ist die wieder aktiv, dann ist die wieder offen, der ist wieder ansteckend, ja, und ja, das müsste natürlich dringend eben auch behandelt werden. Und dann kann sich die Tuberkulose ja auch kanikulär über die Bronchien oder über die Blutgefäße, Lymphgefäße auch überall hin ausbreiten. Ne? Und wenn er dann da haben sich dann Hohlräume gebildet, die Kavernen, wenn er das abhustet, dann sind das so richtige Hohlräume, ne, wo man auch einen tympanitischen Klopfschall und so weiter eben auch hat. Also offen heißt, der ist ansteckend, ne? Da könnte man es dann auch im Sputum nachweisen. Und geschlossene Tuberkulose, da ist das Ganze dann eben abgekapselt. Ne? So, die weiblichen Geschlechtsorgane, ja, die sind intraperitoneal. Ich weiß, dass in der Literatur ist es so unterschiedlich, aber die liegen intra, ne? Also Uterus und Adnexe. Aber nicht die Prostata, ne? Die ist draußen. Gut. Wenn zur Tuberkulose noch was ist, ansonsten einfach reinschreiben. Ich gucke mal zwischendurch in den Chat, weil da sehe ich jetzt 5 neue Nachrichten. Der will mir hier gerade nicht richtig. Wie merkt man, dass er wieder aktiv und ansteckend ist, Maria? Indem derjenige auf einmal Krankheitssymptome bekommt, die aber nicht so fulminant sein müssen. Das können auch leichtere Temperaturen sein. Das ist dann Husten, der eben nicht in den Griff zu bekommen ist. Ne? Oder das kann Nachtschweiß sein, Gewichtsabnahme. Also im Grunde Dinge, die wir bei vielen grippalen Infekten haben. Aber deshalb muss man immer dran denken, dass jeder Husten, der über 3 Wochen nicht weggeht, nicht nur CA-verdächtig ist oder auch Pertussis-verdächtig ist, sondern Tuberkulose-verdächtig ist, weil es häufig ja relativ leichte Symptome sind. Und dann eben, wenn im Sputum Blut drin sein sollte oder dieses verkäste Gewebe. So, da war das. Da war das. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Chat hier irgendwie koppeln kann, weil ich den so schlecht hier steuern kann. So, können wir nochmal Leukopenie, Leukozytose, Ausnahmen bei Bakterien und Viren machen? Aber selbstverständlich. Man kann sich mal als grobe Faustregel merken, dass bakterielle Infektionen in der Regel zu einer Leukozytose führen, also zu einer Erhöhung der Leukos. Wir haben ja normalerweise 4.000 bis 10.000 pro Mikroliter und dass es drüber geht. Ne? Das ist so das Typische für bakterielle Infektionen. Während es bei Viren so ist, dadurch, dass die neutrophilen Granulozyten unspezifische Abwehr, die den größten Anteil unserer Leukos eben darstellen, die werden über Viren geschwächt und deshalb gehen tendenziell bei viralen Infektionen die Leukos eher runter. Das muss nicht immer eine Leukopenie sein, aber so in den unteren Bereich eben rein. So könnten wir uns das erstmal als Faustregel merken. Und jetzt gehen wir mal an ein paar Ausnahmen. Das heißt also, die erste Erkrankung, die mir jetzt zum Beispiel einfällt, mit viralen Infektionen, die doch eine Leukozytose machen, die in der Prüfung vorkommen könnte, wäre die Mononukleose, Epstein-Barr-Virus. Ne? Da hat man häufig dann deutliche Leukozytosen. Und ein Beispiel für Leukopenie, das typische Beispiel für Leukopenie bei bakterieller Erkrankung wäre Typhus abdominalis. Ja? Typhus senkt ganz einfach. Also da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass so etwas in den Prüfungsfragen zu diesem Thema kommt, weil das Paradebeispiele sind, an denen man auch nicht viel rummageln kann. Ne? Weil es gibt natürlich auch in vielen Mikrobiologiebüchern auch manchmal unterschiedliche Aussagen, aber nicht bei diesen Erkrankungen. Also von daher würde ich das so erstmal nehmen. Was ihr euch vielleicht dann merken solltet, ist, dass bei viralen Erkrankungen ja das spezifische Immunsystem so gefordert ist. Deshalb kann es häufig sein, dass die Leukos insgesamt runtergehen, also eine Leukopenie, aber der Anteil der Lymphozyten ansteigt, spricht man dann von einer Leukopenie bei Lymphozytose.
Fructose. Ne? Gut, gehen wir weiter runter. Gibt es da bei Lymphozytose und Lymphopenie auch Unterschiede und Ausnahmen? Ja, Lisa, das gibt es. Ne? Aber so dezidiert gehen sie dann in den Prüfungsfragen nicht rein. Aber da kannst du dir im Grunde merken, also die Lymphos brauchst du eben gerade bei viralen Infektionen, bei ein bisschen komplizierteren Geschichten, da gehen sie eher hoch. Ne? Und bei bakteriellen brauchst du sie nicht immer. Da können sie runtergehen. Und Lymphopenien oder Leukozytopenien insgesamt kann man natürlich immer auch bei Knochenmarkschädigung oder B12 oder Folsäuremangel haben. So, da stand irgendwie drei neue Nachrichten und ich sehe ja, sie nicht hier alle. mit den Vitaminen gibt es Vitamine, wo wir die Tagesdosierung können müssen? Bei den Vitaminen kommt da eigentlich nicht so viel, aber was immer kommt, ist Jod mit 200 Mikrogramm pro Tag. Ja, Mikro, da haben sie schon Milligramm hingeschrieben, da wird eine Schilddrüse explodieren, das geht gar nicht. Ja. Und Eisen. Ne? Bei Eisen können sie dann irgendwas zwischen 12 und 15 Milligramm pro Tag hinstellen. Also, weil da gibt es unterschiedliche Empfehlungen, je nachdem, ob Mann oder Frau. Da sind wir dann irgendwo zwischen 12 und 15 Milligramm am Tag beim Eisen und 200 Mikrogramm Jod. Das sind immer die Sachen, die in den Prüfungsfragen kommen. So. Dann kommt die schöne Frage: Schallleitungsstörung und Schallempfindungsstörung. Gut, da könnte man ausholen oder kannst du es relativ kurz ganz machen? easy. Ganz easy. Also du musst dir mal vorstellen, gerade geht meine Stimme über deine Ohrmuschel, die das Ganze so ein bisschen bündelt, über deinen Gehörgang. Ja? Das heißt also, da wird gerade so der Schall erstmal geleitet. Und dann trifft das Ganze auf dein Trommelfell, das schwingt jetzt gerade. Und das Trommelfell, das trennt ja quasi das Außenohr vom Mittelohr ab und am Trommelfell dran ist der Hammer. Ne? Und der Hammer ist dann wieder befestigt mit dem mit dem Amboss und der dann mit dem Steigbügel. Und diese Gehörknöchelchen, die liegen ja dann in der Paukenhöhle des Mittelohrs und da wird dieser Schall jetzt weiter geleitet. Und dadurch, dass das Trommelfell eben wesentlich größer ist als der Hammer, wo es befestigt ist, haben wir eben diesen Effekt, dass eine Schwingung der großen Fläche sich auf die kleine Fläche überträgt und dadurch hast du Verstärkereffekt. Ja? Das heißt also, im Außenohr und im Mittelohr wird geleitet. Und jetzt haben wir diese Steigbügelplatte. Und diese Steigbügelplatte, die ist dann befestigt am ovalen Fenster des Innenohrs. Und von dort aus geht ja die Cochlea, die Schnecke, los, ne, mit ihren drei Gängen. Und die ist ja gefüllt mit Flüssigkeit und da sind die kleinen Sinneshärchen drin. Und durch diese, wenn dieser Schall vom Steigbügel auf das ovale Fenster übertragen wird, dann entsteht da eine Wanderwelle, ja, in der Flüssigkeit drin, sodass dann nachher die Sinneshärchen gebogen werden. Und da empfindest du dann den Schall. Das heißt also, alles, was Innenohr ist, ist Schallempfindung. Ja? Also du kannst dir zum Beispiel auch die Ohren zuhalten, Oropax reinmachen und eine Stimmgabel auf deinen Kopf oder so etwas drauf positionieren, die natürlich schwingt und dann würde über die Knochenleitung diese Schwingung von deinem Innenohr empfunden werden. Und alles, was Außenohr, Mittelohr ist, ist ganz einfach eine Schallleitung. Ne? Und dementsprechend dann auch die Störungen. So, da war das mit den Lymphos. Und typische Infektionszeiten. Mhm. Aber wir haben hier tatsächlich noch 12 Fragen sind es insgesamt. Wir sind bei Frage 5 erst hier. Ne? Also nicht, dass wir die vergessen. Mhm. Kriege ich alles hin. Ich gehe kurz erstmal zu atypischen Infektionszeiten. Ich sage ja immer, man muss es sich einfach machen, also rundet man erstmal viele Sachen. Und deshalb können wir uns grundsätzlich erstmal merken, dass die meisten Bakterien eine relativ flotte Inkubationszeit haben. Also so Magen-Darm-Bakterien teilweise auch nur ein paar Stunden, aber die meisten Bakterien liegen innerhalb von ein paar Tagen unter einer Woche. Ja. Bei den Viren ist es so, die müssen ja erst eine Wirtszelle befallen, ne, und zur Replikation führen. Das dauert immer ein bisschen länger. Viren, mal so Pi mal Daumen, liegen die meisten Viren irgendwo zwischen 1 bis 3 Wochen. Also Masernvirus 8 bis 10 Tage oder 1 bis 2 Wochen, Varizellen 2 bis 3 Wochen. Ja, aber so Pi mal Daumen. Und jetzt gucken wir mal, welche Bakterien wesentlich länger brauchen als ein paar Tage. Also Spitzenreiter, Mycobacterium tuberculosis oder Bovis oder Africanum.
Ja, also da haben wir Inkubationszeiten, die von 4 bis 12 Wochen sogar sein können. Also da kann es bis zu 3 Monate gehen. Ja, das wäre erstmal so Spitzenreiter im bakteriellen Bereich. Dann Pertussis ist auch knapp drüber. Ne? Da bin ich auch in der Regel über 1 Woche. Typhus bin ich zum Beispiel über 1 Woche. Und bei Spirochäten wie Treponema pallidum bin ich in der Regel Woche plus. Ja, also eher so die 2 Wochen dann. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel Borrelia burgdorferi, was dann eine sehr flexible Inkubationszeit hat von 3 bis 30 Tagen. Das wären also so Bakterien, die wesentlich länger brauchen. Und dann gibt es natürlich Bakterien, die aber virale Eigenschaften haben. Nämlich die müssen eine Wirtszelle befallen, um sich zu replizieren. Und das dauert natürlich länger. Und das sind die ganzen Chlamydien und Rickettsien. Ja, das heißt also, bei denen sind wir auch eher so in der viralen Zeit, Inkubationszeit, irgendwo zwischen 1 bis 3 Wochen. Relevant wären da Chlamydia pneumophilae, Chlamydia psittaci, Rickettsia provaziccii, Rickettsia provaziccii nicht so, aber Coxiella bornetii, ne, als Kuhfieber, die haben dann wieder so irgendwo zwischen 1 bis 3 Wochen. Jetzt bei Viren. Gerade mal so grob gesagt, irgendwo zwischen 1 bis 3 Wochen bewegen die sich in der Regel. Nehmen wir mal Viren, die schneller gehen. Ja, was schneller geht, ist eine Influenza. Ja, Influenza 2, 3 Tage in der Regel, bäm. Covid ist auch nur meistens eine knappe Woche und häufig auch ein bisschen drunter. Also gibt es Variable, aber bei vielen so 5 Tage, 4, 5 Tage. Und Magen-Darm-Erreger gehen häufig auch wieder. So Magen-Darm-Viren gehen meistens auch schneller. Ja? Und welche Viren brauchen deutlich länger als 3 Wochen? Ach so, und was noch schneller geht, sind die virusbedingten hämorrhagischen Fieber. Die können meistens auch schon nach ein paar Tagen losgehen, können aber dann auch 1, 2, 3 Wochen haben. Ja, die sind auch sehr variabel. Und dann, genau, hier steht es schon, Hepatitis-Viren mal so gerundet. Hepatitis A und E 1 bis 6 Wochen. Ja, also da kann es bis 1,5 Monate hochgehen und Hepatitis B und C dann 6 Wochen bis 6 Monate sogar. Ja, bei HIV ist es dann auch wieder variabel, weil 1 bis 6 Wochen nach der Infektion ja 30% der Leute ein mononukleose-ähnliches Krankheitsbild haben. Und Inkubationszeit bezeichnet ja den Zeitraum zwischen Infektion und Auftreten von Symptomen. Das heißt, es kann relativ kurz sein. Ja, und auf der anderen Seite gibt es aber 70%, die haben die Symptomatik nicht und gelangen dann gleich auch in die Latenz, also danach in die Latenzphase ohne Symptome gehabt zu haben. Da kann es dann wieder länger sein. Gut. Dann gehe ich mal hier zur Frage 5, was ich hier vor mir sehe. Glukosewerte, Serum nüchtern, OGTT zusammenfassen. Okay. So, normale nüchtern Blut. Glukosekonzentration, sind sich die Labors nicht einig, 70 bis 100 oder 70 bis 110 Milligramm pro Deziliter. Ne? Das wäre eine normale nüchtern Glukose eben im Blut. So, dann hat die WHO festgelegt, dass bei einer nüchtern Glukosekonzentration, die natürlich nachgemessen werden muss, von 126 Milligramm pro Deziliter, eben bei mehrfacher Messung, es sich um einen manifesten Diabetes mellitus handelt. Das heißt, zwischen den 100 oder 110 und 126 haben wir ja auch nochmal eine Range. Das wäre dann eben eine abnorme nüchtern Glukose, aber noch kein manifester Diabetes. Dann gibt es eben den oralen Glukosetoleranztest, gerade für solche Leute zum Beispiel, die sich in dieser pathologischen Grauzone befinden, wo dann eben auf Ex 75 Gramm Glukose zu sich genommen wird und da werden auch mehrere Werte genommen, aber der relevante Wert ist der Wert 2 Stunden nach der Glukoseeinnahme und da wäre es normal, Werte unter 140 Milligramm pro Deziliter zu haben, dann ist das in Ordnung. 140 bis 199 Milligramm pro Deziliter, da hat man wieder eine abnorme Glukoseverwertung, aber noch keinen manifesten Diabetes. Und ab 200 Milligramm pro Deziliter dann im manifesten Diabetes. Was dann auch noch zu erwähnen ist, ist der HbA1c. Die Glukose lagert sich ja irreversibel eben an die Untereinheit des Hämoglobins, an dieses HbA1c an. Und da muss man mal überlegen, ein Eri lebt 120 Tage, ja, das heißt also 4 Monate. Und man kann aber jetzt nicht so die ganzen 4 Monate beurteilen, weil Eris werden ja permanent neu gebildet. Also sagen wir mal so die letzten
ja, 6 bis 8 bis 10 Wochen, ne? Wie kann man in etwa, oder auch 12 Wochen, kann man hier im Grunde so beurteilen, wie da so der Blutzucker gewesen ist. Also bei vielen Diabetes Typ 1 Typen wird er zum Beispiel alle 3 Monate bestimmt. Es gab mal eine Prüfungsfrage, ob der HbA1c die letzten 4 bis 6 Monate Aussagekraft hat. Nee, weil Iri ja nur 4 Monate lebt. Also von daher, länger kann es nicht sein. Vielleicht noch kurz zu beachten. Beim Diabetes, es gibt noch das C-Peptid. Das C-Peptid ist ein Teil des Proinsulins, also der Vorstufe des Insulins, und wird im gleichen Ausmaß gebildet. Und darüber kann man Kenntnisse gewinnen, ob jemand noch richtig Insulin produziert oder nicht. Ne? Gut, dann, haha, da sind Azidose, Alkalose. Also hätte ja was gefehlt. Wer die Frage gestellt hat, kann das gerne noch ein bisschen spezifizieren, weil da kann man auch eine Stunde drüber reden. Aber machen wir das mal kurz und knackig. Azidose, Blut-pH-Wert unter 7,35, ne, und Alkalose, ne, wenn man dann über 7,45 drüber geht. Beides ist nicht besonders lange Zeit mit dem Leben gut zu vereinbaren. Und kommt natürlich auf die Abweichung an. In der Azidose kann der Iri nicht gut Sauerstoff aufnehmen, in der Alkalose kann er nicht gut abnehmen und viele enzymatische Reaktionen laufen einfach nicht mehr richtig. Was sind die Ursachen? Wir müssen überlegen, es gibt zwei Dinge, die da einen eklatanten Einfluss drauf haben. Das heißt also einmal unser Ausscheidungsorgan, die Niere, die ja das regeln kann, wie viele Säuren scheide ich aus oder wie viel Bicarbonat oder sowas als Base halte ich zum Beispiel zurück, und zum anderen unsere Atmung. Von daher kann eben eine Azidose respiratorisch oder metabolisch entstehen. Respiratorisch wäre das zum Beispiel, wenn ich eine Hypoventilation habe. Stellt euch jemand vor, der intubiert ist. Der atmet ja da nicht mehr gut die Säuren ab. Ne? Dann wird die Niere versuchen, das zu kompensieren. Metabolisch könnte das sein, dass entweder zu viele Säurevalenzen entstehen. Das bedeutet also, die Niere ist überfordert mit der Ausscheidung. Das wäre zum Beispiel der Klassiker bei der Ketoazidose, die ja gerne beim Typ-1-Diabetiker dann eben auch auftritt, ne, oder eine Laktatazidose bei solchen Geschichten. Oder Punkt 2, es ist so, dass die Niere nicht in der Lage ist, auch eine normale Anzahl von Säuren auszuscheiden. Einfach, weil sie niereninsuffizient geworden ist. Dritte Möglichkeit wäre eben, dass, also bei einer Oliguri oder sowas wäre das auch der Fall. Dritte Möglichkeit wäre, dass ich einfach Säuren zugeführt habe. Ja, vielleicht hat jemand irgendwelche komischen Sachen getrunken oder sowas. Ja, da könnte man dann also auch in eine Azidose kommen. Und dann gibt es eben die Interaktion zwischen Kalium und dem Blut-pH-Wert, was halt zum Austausch von Ionen kommt. Und da sage ich immer im Kurs, eine Hyperkaliämie ist ätzend. Ja, merkt euch, Hyperkaliämie ist ätzend. Eine Hyperkaliämie kann eine Azidose fördern und umgekehrt, die Azidose kann wieder die Hyperkaliämie fördern. Hyperkaliämie ist ätzend. Also könnt ihr euch im Umkehrschluss merken, was häufig korreliert ist, Hypokaliämie und Alkalose. Ja? So, kommen wir zur Alkalose. Fangen wir erstmal da mit der Atmung an. Wenn ich jetzt anfange zu hyperventilieren, ja, dann komme ich in eine respiratorische Alkalose. Das kann ja dann zur Folge haben, dass das ionisierte, also das freie Kalzium, sich an Eiweiße bindend, nicht mehr verfügbar ist und dann quasi eine Pseudohypokalzämie entsteht mit Tetanie, also Hyperventilationstetanie, dass es kribbelt um den Mund rum, dass es einem schwindelig wird, dass man so ein Kussmündchen da macht, dass man eine Spitzfußstellung und eben so eine Pfötchenstellung in den Händen bekommen kann. So, wäre, wenn das jetzt ganz einfach jetzt nicht durch eine schwerwiegende körperliche Erkrankung hervorgerufen ist, eigentlich erstmal kein Notarztindikation. Ne? Es sei denn, jemand wäre total hysterisch oder so und kein Kalzium geben. Dann kann es wieder eine metabolische Alkalose sein. Also zum Beispiel Verlust von Säuren. Ja, wann habe ich das zum Beispiel? Wenn ich mich erbreche. Ja, wenn ich mich erbreche, dann ist es eben so, dann geht da ganz viel Magensäure raus. Die habe ich dann eben nicht mehr. Ja? So, also fehlt sie mir dann eben auch. Und dann könnte es natürlich eben auch sein, dass eine Alkalose entsteht dadurch, wir haben gerade gesagt, das korreliert wieder mit dem Kalium. Und da müssen wir mal an das Aldosteron denken.
Das Aldosteron, Hormon der Nebennierenrinde, sorgt ja dafür, dass Natrium erhöht wird im Blut und Kalium ausgeschieden wird. Und ich habe gerade gesagt, eine Hypokaliämie geht eben mit Alkalose auch häufig einher. Das heißt also, wenn Hyperaldosteronismus unphysiologischer herrscht, dann kann das natürlich eben dann auch zur Alkalose führen. Und da sollte man vielleicht noch dran denken, dass das Cortisol eine restmineralokortikoide Wirkung hat, also auch an Aldosteronrezeptoren geht und von daher auch dazu führen könnte. Ja, und dann gibt es was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade, jetzt gerade vergessen. Dann kann es natürlich auch sein, dass irgendwas wollte ich gerade. Ich weiß es nicht mehr. Ja, könnte das zum Beispiel auch sein, jemand hat eine Magenspülung gehabt oder so. Salzsäure ganz einfach eben raus. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Ursachen für eine Alkalose. Katharina macht gerade den Vorschlag Diuretika. Diuretika schwemmen eben aus. Ne? Diuretika schwemmen eben aus. Ne? Und genau, da können natürlich Säuren auch mit ausgeschwemmt werden. Mhm. Ja. Gut. Dann die 1-Sekunden-Kapazität misst man mit dem Peak-Flow-Meter. Mit der Spirometrie. Ach so, ja. Okay. Die Vitalkapazität mit dem Spirometer. Stimmt das? Nee. Zwei unterschiedliche Geschichten. Angenommen, da ist ein Mensch, der hat respiratorische Probleme. Ja? Asthma, COPD oder er will einfach einen Tauchschein machen. Dann wird er eine Spirometrie machen. Und bei dieser Spirometrie wird mit dem TIFNO-Test das sogenannte FEV1 bestimmt. Ja? FEV1 ist das forcierte expiratorische Volumen in der ersten Sekunde. Das bedeutet also, da wird zuerst die Vitalkapazität der Lunge bestimmt. Vitalkapazität, wir erinnern uns, ist ganz einfach das Atemzugvolumen, also so 500 Milliliter plus In- und expiratorisches Reservevolumen. Das wurde bestimmt und jetzt wird ganz einfach der Patient eben gebeten, in einer Sekunde so stark wie möglich eben auszuatmen. Puh. Wenn dann eben die Bronchien, vor allem die kleinen Bronchien, wenn die verengt sind, dann kriegt er das eben nicht richtig raus. Und das ist dann ganz einfach der wichtigste Wert, um eben eine COPD vor allem dann auch zu diagnostizieren. Die COPD wird anhand eben von dem FEV1 vor allem eben in Schweregrade eingeteilt. Ne? So. Sind dann in der Regel unter, also 70% sollte man schaffen, ne? Aber das schaffen die dann bei weitem nicht mehr. So, ein Peak-Flow-Meter, das ist ein kleines Gerät, was man zum Beispiel eben nimmt, um den Strömungswiderstand zu messen. Das ist ein ganz wichtiges Gerät, was die Leute, die Asthma haben, brauchen, wenn die einen Asthmaanfall bekommen. Ja? Weil es gibt ja Leute, die haben ja viele Asthmaanfälle. Und die können ja auch nicht jedes Mal dann in die Notaufnahme so ganz schnell eben auch kommen. Dann haben die ganz einfach eben so ihr Peakflow, also so ein Gerät. Merken, sie kriegen einen Asthmaanfall. Dann nehmen die ihre Medikamente. Ne? Das heißt, sie sprühen ihr Salbutamol oder vielleicht haben sie noch ein Glukokortikoid oder sowas mit drin. Und dann wird ganz einfach mit dem Peakflow eben dieser Atemwiderstand ganz einfach eben gemessen und dann gucken die, ne, das hat dann so rot und gelb und grün, in welchem Bereich die sind und wenn die nach 10 Minuten nicht im besseren Bereich sind, dann müssen sie ganz einfach einen Arzt anrufen. Dafür braucht man dieses Peakflow, ne? Meter. Das also ist ganz einfach gerade so für den Asthmaanfall und gerade auch für die Leute zu Hause. Natürlich hat man das auch bei der Spirometrie, also auch so ein Teil, wo der Atemwiderstand gemessen wird, aber das ist im Rahmen der Spirometrie. Ne? Gut. Ach, da haben wir ja die liebe neutrale Nullmethode. Neutrale Nullmethode kann nur jemand sein, der nicht im Kurs ist, weil die haben wir noch, ich glaube, letzten Montag oder sowas gemacht. Also neutrale Nullmethode. Ist eine Methode, die angewandt wird, um ganz einfach zu gucken, ob irgendwo an Gelenken eben, wie beweglich die ganz einfach sind.
Und ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel des Kniegelenks. Ja? Müsst ihr euch erstmal eine neutrale Nullstellung vorstellen. Dabei steht ihr aufrecht, dass die Arme hängen, Daumen sind vorne, aber ihr steht nicht wie ein Soldat so durchgestreckt, sondern ihr steht ganz normal erstmal da. Ja? Und Lisa, ja. Hyperkaliämie, Azidose, Hyperkaliämie, nicht Kalzämie, sondern Hypokaliämie, Alkalose. Ja, das zweite stimmt nicht. So, da steht ihr erstmal ganz normal eben da. Und jetzt, dann seid ihr in der Nullstellung eben drin. Und jetzt wollen wir zum Beispiel das mal beim Knie machen. Jetzt ist die erste, also ihr habt ja immer drei Zahlen. In der Mitte steht normalerweise, wenn alles in Ordnung ist, steht die Null. Ja, weil das ist eure Nullstellung, wie er so steht. Und wenn der Patient da reinkommt, dann steht die Null auch da. Und jetzt schaut man erstmal, die erste Zahl ist in der Regel, es gibt auch eine andere Notationsweise, die Bewegung vom Körper weg. Also im Kniegelenk könnt ihr ja noch ein bisschen strecken. Stellt euch vor euch liegt ein Fußball und ihr macht das so mit gestreckten Beinen, kickt ihr den so nach vorne. Ja, oder so wie wenn er als Soldat jetzt eben steht. Und da könnt ihr vielleicht nochmal so 5 bis 10 Grad im Grunde nochmal strecken. Ja, das heißt also, wenn der jetzt, was weiß ich, 10 Grad strecken kann, würde man also in Extension geht, dann würde man ganz einfach eben erstmal notieren, was weiß ich, 10. Dann guckt man, kommt er in die Nullstellung? Ja, 0. Und jetzt geht es in die Flex, also in die Flexion, in die Beugung, also die Bewegung zum Körper dran. Hacke, Hacke Richtung Po und da kommt er jetzt vielleicht noch 130 Grad hin. Das heißt also, neutral Nullwerte jetzt beispielsweise für das Kniegelenk wäre eben 10, 0, 130. Ja, so. Und angenommen, jetzt stellen wir uns mal eine Geschichte vor. Ja, da würde jetzt stehen 10, 10, 0. So was Ähnliches kann man in der Prüfung. Ja. Dann müsste man so mal gucken, okay, 10, okay, der kann strecken, ja, 10 Grad kann er. Jetzt steht aber an der Nullstelle auf einmal eine 10. Was bedeutet das denn dann? Also auf einmal steht da eine 10. Normalerweise müsste da eine 0 stehen. Das bedeutet, der kommt nicht mehr in die Nullstellung. Ja? Der ist bei 10 Grad, ist der ganz einfach, ist er geblieben. Ja, in der Extension. Und jetzt kommt die Flex 0. Ja, das heißt, der wäre versteift in 10 Grad Streckung. Ja, so. Also von daher hast du dann, der kommt nicht mehr in die Nullstellung. Deshalb steht bei der 0 jetzt eine 10, weil er da ganz einfach versteift ist. So, jetzt könnte es auch sein, dass wir stehen hätten 10, 0, 20. Was könnte er denn dann nicht mehr? Können wir das nicht in allen Varianten durchspielen, aber. Da steht jetzt 10, 0, 20. Da hat er ein Problem mit der Flexion. Ja? Da könnte er, es ist jetzt sehr, relativ unwahrscheinlich so, aber er könnte noch strecken, er könnte noch in die Nullstellung, aber die Flex geht nicht mehr richtig. Da kommt er nicht mehr 130 Grad, sondern der kommt da ganz einfach nur noch auf 20 Grad. Ja? Am liebsten nehmen Sie da irgendwelche Versteifungen. So, jetzt kommt aber echt meine Lieblingsfrage. Könnte Eva eine Kurzzusammenfassung zur Entwicklung von Säuglingen angeben? Also wenn ich irgendwelche Fragen hasse, dann sind das wirklich diese Entwicklung von Säuglingen, weil es da auch keine absolute Übersicht oder so etwas eben gibt. Deshalb vielleicht mal so die Highlights, die da immer kommen in den Prüfungsfragen. Sie fragen zum Beispiel, ob es pathologisch ist, wenn ein kleines Baby, ja, die ganze Zeit mit gestreckten Armen und Beinen da liegt. Ja, das wäre pathologisch, wenn es die ganze Zeit so da liegt. Sie fragen gerne, ob es pathologisch wäre, wenn ein einjähriges Kind nicht mit Hilfe stehen, nicht gehen, sondern stehen könnte. Ja, auch das wäre pathologisch. Sie fragen auch gerne, ob es pathologisch ist, wenn das Kind mit einem Jahr nicht laufen kann. Nein, das ist nicht pathologisch. Ja? Sie haben schon mal gefragt, ob ein, ich glaube, ob es pathologisch wäre, wenn ein, was haben Sie, 8 Monate alten Säugling, wenn der sich nicht auf den Bauch drehen könnte. Ja, das wäre auch pathologisch. Ja. Da gibt es so viele kleine Aspekte, das würde jetzt leider den Zeitrahmen so ein bisschen, ja,
ganz einfach hier sprengen. Vorhin hatten wir gerade Neurologie im Crashkurs, da habe ich zum Beispiel Babinski noch angeführt. Also Babinski oder Pyramiden waren Zeichen im Allgemeinen, gibt ja auch Oppenheim und Shaddock und Wartburg und so weiter, wären nur physiologisch bis zum ersten Geburtstag. So. Also, von daher schauen wir mal weiter. Ach, Annette war so nett und hat mir hier eben auch nochmal weitergescrollt. Jetzt geht es hier um das Acetylcholin. Acetylcholin ist ja der Neurotransmitter des Parasympathikus, obwohl der Sympathikus ihn auch ganz einfach hier eben auch hemmt. Und du meinst Acetylcholin-Esterase-Hemmer oder Acetylcholin-Hemmer? Also die Esterase-Hemmer, ne? Das meinst du wahrscheinlich, oder? Also sorry, ich habe die Frage so bekommen, ich habe sie so eingefügt, die war so gestellt, die Frage. Das müssten wir jetzt spezifizieren, weil sonst geht es in unterschiedliche Richtungen. Ich gehe aber mal davon aus, Ich weiß jetzt auch im Augenblick nicht, wer die Frage gestellt hat, sorry. Das, ja, weil es ein Unterschied ist, hätte ich ein Medikament, was Acetylcholin hemmt, dann hätte ich eine verminderte Acetylcholinbildung. Und diejenige da, die Frage gestellt hat, mir vorhin geschickt hat. Und Acetylcholin-Esterase-Hemmer, die Esterasen sind ja ganz einfach die, die das nachher abbauen, ja, dann habe ich nämlich mehr Acetylcholin im synaptischen Spalt drin. Ich glaube, die Person ist gar nicht mehr da. Ja? So, also von daher, ich spreche jetzt nicht über einen Acetylcholin-Hemmer, sondern über einen Acetylcholin-Esterase-Hemmer. Ja, das sind ganz einfach Medikamente, die den Abbau vom Acetylcholin eben hemmen. Ja, und dadurch mehr da zur Verfügung steht. Und das wird vor allem bei Augeninnendruckgeschichten gemacht. Glaukom oder Alzheimer wird das gemacht. Ja. Punkt. Gut. Warum kommt es bei einer Herzbeuteltamponade zu einer oberen Einflussstauung und damit zu keiner Rechtsherzüberlastung? Ja? Doch, doch, klar, natürlich. Also man muss sich vorstellen, da hat sich ein richtig fetter Aguss zwischen Epikard und Perikard gebildet, also eine Herzbeuteltamponade. Das wirkt sich ja auch dann aufs gesamte Herz aus, weil das Herz kann sich ja nicht mehr ausdehnen. Das heißt, man kommt in eine absolute Herzinsuffizienz rein, ja? Und dadurch hat man sowohl ein Vorwärtsversagen, das also nicht mehr gut in den Körperkreislauf gepumpt werden kann, als auch ein Rückwärtsversagen. Das heißt, es staut mehr in die Venen zurück. Und da sowohl in die Vena cava superior als auch in die inferior. Das heißt, man kriegt sowohl eine obere als auch eine untere Einflussstauung. Und da habe ich ja eine Rechtsherzinsuffizienz und eine Linksherzinsuffizienz. Also ist ja alles insuffizient. Ich kann ja nicht mehr weiter pumpen, also staut es in beide Venen zurück. Ne? Und ja, in der Lunge wirst du auch, da hast du auch, aber es kann ja erstmal gar nicht so das Blut richtig in den Kammern aufgenommen werden. Du hast eine Globalinsuffizienz, ja, also sowohl nach vorne als auch nach hinten, ja. So, eine Prüfung. Genau, das, da hatte mir die Theresa vorhin geschickt, mehrere Fragen aus Prüfung. Ich konnte nur diese eine finden, weil das wahrscheinlich in Gruppe A und B, also nach den Nummern konnte ich das nicht machen, aber die habe ich dann wenigstens gefunden. Vielleicht machen wir das einfach kurz zum Abschluss und dann machen wir auch für heute Schluss. Jo, also von daher schauen wir mal dahin. Das sieht schon mal ein bisschen nach den sogenannten Holy Seven aus. Ja? Was sind die Holy Seven? Die Holy Seven sind erstmal Erkrankungen, die in den 50er Jahren von einem Psychiater formuliert worden sind, dem Herrn Alexander. Der wollte eigentlich eine These verifizieren, dass gewissen körperlichen Erkrankungen gewisse spezifische psychische Konflikte zugrunde liegen. Diese These konnte er nicht belegen, ja, weil das keine spezifischen Konflikte sind. Dennoch sind diese Erkrankungen als sogenannte Holy Seven eben in die Anekdoten eingegangen und gelten heute als die klassischen Psychosomatosen. Das heißt, das sind körperliche Erkrankungen, also wirklich auch mit Befund, mit morphologischen Befund, die aber ganz einfach eben, die ganz einfach durch die Psyche sehr stark zu beeinflussen sind. Also sowohl die Bestehung als auch ganz einfach eben den Verlauf etc. So, und was hatte er erstmal
fernab von der Frage formuliert. Er hat damals von den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn ganz einfach gesprochen. Er hat vom Asthma bronchiale gesprochen. Er hat von der Hyperthyreose gesprochen. Er hat damals, hat man ja noch Neurodermitis gesagt, von der Neurodermitis eben auch gesprochen. Und was habe ich noch nicht? Die rheumatoide Arthritis habe ich noch nicht und das Ulcus ventriculi. Das war das, was der Alexander damals beschrieben hat. Ne? Das heißt also, wenn wir hier auch in diese Prüfungsfrage hier reinschauen, dann sehen wir, okay, hier ist schon mal einiges davon ganz einfach eben erwähnt. Ne? Gut. Colitis ulcerosa, Crohn, Asthma und die essentielle Hypertonie. Und jetzt überlegen wir mal Schuppenflechte. Ja? Gibt es da ganz einfach psychische Faktoren, die dann Einfluss drauf nehmen? Ja, auch wenn er sie damals nicht beschrieben hatte, Neurodermitis, natürlich. Ne? Ja, ne? Also von daher, jo, gehört mit rein.